Seid gegrüßt, ihr Helden! In Honkai Star Rail, einem gefeuerten, rundenbasierten Action-Adventure-Spiel entwickelt von HoYoVerse und welchen ich momentan mitunter am aktivsten mitzocke und schon echt ungeduldig auf das neue Update warte. Das Spiel steht nämlich kurz davor, seine aufregende neue Welt Panaconi am 29. Februar mit der zweiten Hälfte des 2.0-Updates zu erweitern. In der kommenden Version können wir uns nämlich auf die Einführung von Sparkle, einem jetzt schon sehr beliebten 5-Sterne-Charakter, freuen. Sparkle wird hier heute auch noch etwas genauer erklärt, denn ihr Spielstil ist wahrlich neu und begeistert mich. Ihre Fähigkeiten laden außerdem zu neuen Strategien ein und sie ist einfach ein Gamechanger auf zwei Beinen. Zusätzlich liebe ich auch einfach ihr gesamtes Design. Und persönlich kann ich euch jetzt schon mal sagen, Panaconis Story ist einfach richtig fesselnd, ich finde sie richtig nice, deswegen lohnt es sich, in das Spiel mal reinzuschauen. Denn für diejenigen, die echt mal Bock haben, in die ganze Welt von Honkai Star Rail einzutauchen und das Abenteuer auch in Panaconi zu erleben und dass man auch mal zusammen darüber reden kann, ist das Spiel nämlich auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Wir haben Android, iOS, PlayStation 5 und natürlich auch den PC. Unten links ist natürlich auch noch mein Freundescode. Ihr könnt mich sehr gerne auf meinem privaten Account hinzufügen, sollte ich noch Platz in der Liste natürlich haben. Und jetzt geht es los, wir schauen uns Panaconi nochmal an, dann nochmal ganz kurz den schwarzen Schwan als Charakter, das Highlight natürlich Sparkle und einige Kleinigkeiten zum Update, die ihr definitiv nicht verpassen solltet. Panaconi ist das neueste Gebiet im Update 2.0 und auch die dritte Welt, welche wir außerhalb der Raumstation erkunden können. Wenn ich Panaconi in einem Wort beschreiben würde, dann wäre das wohl zutreffendste Wort bizarr. Bei diesem Planeten handelt es sich um einen Planeten der Festlichkeiten, zu denen die Leute reisen, um auf andere Gedanken zu kommen. Die Astral-Express-Gruppe wurde nämlich eingeladen, an einer großen Feier auf dem Planeten teilzunehmen. Die Gastgeber nennen sich die Familie. Über die Familie wissen wir leider noch nicht viel, aber ihre Motive scheinen nicht sonderlich die nettesten Absichten zu verfolgen. Die Einladung galt auch nicht nur dem Astral-Express, sondern auch noch anderen Fraktionen. Wie beispielsweise die Stellar One-Jäger, die Galaxy Ranger, der Garten des Gedächtnisses, das ewig Flammenanwesen, die maskierten Narren und sogar noch einige mehr. So haben wir zum einen die Realität, in welcher wir auch starten, und zum anderen die Traumwelt. Begeben wir uns in das Hotel Reverie, so gelangen wir von dort aus in eine Traumwelt, die Welt, in der das wahre Panaconi schlummert. Die Traumlandschaft ist die große, traumhafte Stadt in Panaconi, in der es wirklich sehr viel zu erleben gibt. Ausgeschmückt mit vielen Lichtern und Werbetafeln wirkt dieser Planet wahrlich wie ein Planet der Festlichkeiten. Aber auch wenn es hier wunderschön aussieht und zum Feiern einlädt, so brodelt unter der Fassade etwas Furchtbares. Aber das solltet ihr selber im Spiel dann in der Story entdecken. Neben der unfassbar tollen Atmosphäre, die es zu bestaunen gibt, haben wir natürlich auch noch neue Gegnerarten und viele neue Arten von Rätseln. Magst du Puzzle, dann wirst du auch hier die ein oder anderen Puzzle vervollständigen, um dann Belohnung zu erhalten. Oder soll es extravaganter sein und du bist bereit, an den Wänden und an der Decke zu laufen? Auch das ist möglich. Vielleicht aber interessierst du dich eher für Tiere und suchst gern Dinge? Dann verbinde das, denn in ganz Panaconi gibt es Vögel, die sich verstecken und dann gefunden werden müssen. Und auch als Sammler wirst du ebenfalls nicht leer ausgehen, denn es gibt unzählige Sticker zu sammeln, mit denen du auch Belohnungen freischalten kannst. Und wo wir schon bei Belohnungen sind, das Kernstück von Panaconi stellt aber die berühmte Zeichentrickfigur namens Clocky dar. Clocky wird dir im Lauf der Story immer wieder über den Weg laufen und es gibt auch eine komplett eigene TV-Show rund um diesen Charakter. Aber das sollte es nicht gewesen sein, denn Clocky hat im Herzen von Panaconi noch eine Statue stehen, welche durch eine Währung von Clocky hochgelevelt werden kann, und auch dies gibt euch wieder einiges an Belohnungen. Panaconi ist im Gesamten ein riesiger Schatz, der euch mit unfassbar vielen Materialien und Stellariade versorgt. There's more than one destiny to choose from. Hier zeige ich euch noch einmal schnell den 5-Sterne-Charakter Schwarzer Schwan. Ihr Auftreten wirkt sehr mysteriös und gehört zu den Wahrsagern. Sie selber ist ein Windtyp vom Pfad der Nichtigkeit. Nichtigkeitscharaktere debuffen die Gegner und in ihrem Fall belegt sie ihre Feinde mit Sakramente. Wenn ein Charakter nämlich einen Schwächebruch auslöst, dann erleidet der Gegner Windschaden und den Effekt Windscherung. Dieser Effekt schadet über mehreren Runden dem Gegner. Mit ihrem Sakrament kann man quasi zusehen, wie die Gegner von selbst sterben. Es ist wirklich satisfying. Schwarzer Schwan ist meiner Meinung nach ein Must-Have in einem Team und macht auch einfach irre viel Spaß zu spielen. Nebenbei hat sich Schwarzer Schwan auch schon in der Story von 2.0 in Panaconi gezeigt und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, denn sie ist wirklich sehr mysteriös und ich weiß noch gar nicht ganz, wie man sie einschätzen kann.
Und hier ist sie, endlich der neue 5-Sterne-Charakter namens Sparkle. I'm just Sparkle. When I'm angry, you're screaming too. Sparkle ist ein Charakter vom Typ Quantum und folgt dem Pfad der Harmonie. Der Pfad der Harmonie macht uns im Vornherein bereits klar, dass wir hier keinen DPS-Charakter haben, sondern einen Buffer fürs Team. Um sie genauer und ihren Spielstil auch kennenzulernen, gehe ich wieder alle Kategorien von ihr durch, damit ihr ein genaueres Bild bekommt. Zunächst der normale Angriff, dann das Talent, die Ultimate, die Technik, Fertigkeiten als auch die Bonuseffekte. Der normale Angriff von Sparkle trifft einen Gegner, fügt einem anvisierten Gegner Quantenschaden in Höhe von 110% von Sparkles Angriff hinzu. Haben wir hier bereits die Bonusfähigkeiten freigeschaltet, so aktiviert sich bei einem normalen Angriff die Fähigkeit Almanach, welche dann wiederum zusätzlich 10 Punkte Energie wiederherstellt. Talente wirken immer automatisch bei einem Charakter, müssen also nicht extra im Kampf eingesetzt werden. Das Talent Narrative Intrige hat den wohl krassesten Gamechanger-Effekt überhaupt. Wenn Sparkle auf dem Kampffeld ist, wird die maximale Anzahl an Fertigkeitspunkten zusätzlich um 2 erhöht. Für jeden von den Verbündeten verbrauchten Fertigkeitspunkten wird der verursachte Schaden aller Mitglieder im Team für 2 Runden um 6,6% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu dreifach stapelbar. Das Talent wird außerdem noch von einem Bonuseffekt gestützt. Die Fähigkeit Nocturne, diese erhöht nämlich den Angriff aller Verbündeten um 15%. Wenn nun 1, 2 oder 3 Quantenfiguren im Team sind, wird der Angriff von Verbündeten vom Typ Quantus zusätzlich um 5% oder 15% oder 30% erhöht, je nachdem wie viele Figuren dabei sind. Ihr merkt also, es macht Sinn, ein Quantum-Team um sie herum aufzubauen, aber das ist gar nicht zwingend notwendig. Die Ultimate, ein Leben in 1000 Rollen, stellt für alle Verbündete 4 Fertigkeitspunkte wieder her und verleiht ihnen Verrätseln. Und jeder Verbündete mit Verrätseln erhöht den verursachten Schaden von Sparkles Talent für 2 Runden zusätzlich um 10,8%. Das bedeutet, dass wenn ihr Fertigkeitspunkte-Probleme habt, dass Sparkle das mit der Ultimate auf jeden Fall wieder wettmacht. Techniken werden außerhalb des Kampfes angewandt, verbrauchen dabei einen Fertigkeitspunkt auf der Overworld. Ihre Technik heißt unzuverlässiger Erzähler und nach dem Einsatz der Technik erhalten alle Verbündeten für 20 Sekunden den Status Tarnung, der sie für Gegner unsichtbar macht, stellt beim Kampfeintritt außerdem mit Tarnung 3 Fertigkeitspunkte wieder her. Zum einen kann man nervige Gegner aus dem Weg gehen, wenn man wirklich mal nur Rätsel machen will oder einige Gegner einfach zu stark sind. Zum anderen sind 3 Fertigkeitspunkte für den Kampfbeginn schon immens, um mal eben Gegner mit Skills zu befeuern. Die Fertigkeit, quasi der Skill, den jeder Charakter besitzt und in meinen Augen den Kern von Sparkle eigentlich darstellt. Die Fertigkeit Schlafschwimmer ist nämlich der Buff für unser Team. Dieser erhöht für eine Runde den kritischen Schaden eines anvisierten Verbündeten um 26,4% von Sparkles kritischen Schaden plus 48,6%. Diese zieht außerdem die Aktion des gebufften Charakters um 50% vor. Wenn Sparkle also diese Fähigkeit an sich selbst einsetzt, wird der Aktionsvollzug nicht ausgelöst. Ganz kurz gesagt, bufft einfach Sparkle nicht mit ihrem eigenen Buff. Den Effekt von der Fertigkeit können wir außerdem dadurch verlängern, wenn wir die Bonusfähigkeit Künstliche Blume freigeschaltet haben. Die durch die Fertigkeit gewährte kritische Schadenerhöhung dauert bis zum Beginn der nächsten Runde des Ziels an, kriegen hier also etwas mehr Luft nach oben. Sie ist also ein super Ersatz für Leute, die eben keine Bronya haben. Wer Bronya oder auch Sparkle hat, der wird merken, wie essentiell der ATK-Buff und das Vorziehen eines DPS ist. Alles in allem ist Sparkle wirklich ein grandioser, unfassbar toller Charakter, den man vielfältig einsetzen kann und für einige Charaktere eine immense Ergänzung darstellt. Wenn ihr Sparkle spielen wollt und auch die Sets wissen wollt oder welche Skillungen ihr braucht, dann schaut auf jeden Fall das Shorts-Video, da werdet ihr unter einer Minute wissen, was ihr genau für diesen Charakter braucht. Sparkle wird im exklusiven Banner vom 29.02. bis zum 27.03. erhältlich sein und am Ende des Videos gibt es noch einen Code für 50 Stellariade, damit ihr euer kleines Polster für Sparkle ein bisschen aufbauen könnt. Entdecke, was neu ist. Das Update 2.0 bietet nicht nur neue Features und Gameplay-Mechaniken wie an den Wänden laufen und völlig neue Gegnerarten, sondern es werden auch Charaktere mit neuen Funktionen eingefügt. Du kannst jetzt exklusiv 20 Starwell-Sonderpässe bekommen, die du nutzen kannst, um eben die neuesten Charaktere wie zum Beispiel Sparkle zu ziehen.
Logge dich einfach für 7 aufeinanderfolgende Tage ein und bekomme sie umsonst. Nutzt auch gerne den eingeblendeten Code oder macht es euch einfacher, schaut in die Beschreibung, kopiert euch den Code für 50 Stellariade raus und findet dort direkt den Link zum Spiel. Vergesst außerdem nicht, mich auf meinem privaten Account zu adden. Spielst du vielleicht schon Starwell? Dann lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wer dein Liebling ist und wie du Penaconny bisher findest. Ich bedanke mich wirklich herzlich fürs Zuschauen, freue mich immer wieder auf diese Videos und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder.